Hallo und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone Arena mit dem Paladin. Kein perfektes Deck, kein gar nichts, aber wir haben immerhin 3 Wins geschafft. Das ist schon mal das Minimalziel erreicht. Wir werden sehen, wie es weiterläuft. Wir mussten jetzt 3-mal hintereinander gegen Paladin. Mal schauen, was wir dieses Mal erwischen. Und es ist ein Uta gegen Gulda. Hexenmeister. Eure Seele wird mir gehören. Okay, da bin ich sehr gespannt darauf. Brauche ich aber leider gar nichts von der Starthand. Oh. Ich habe eh so wenig hohe Karten drin. Aber nein, ich ziehe natürlich... Alter, ich habe fast keine hohen Karten drin. Aber nein, natürlich. Alter, logisch. Und wie logisch das ist. Oh nein, vor allem gegen Hexmeister, der relativ aggressiv spielt, da ist das krass. Muss das sein? Und ein Blutwichtel hat er natürlich auch gleich. Na immerhin. Eine Karte, ich habe eine Karte gezogen. Ich habe eine Karte gezogen. Mann, mir tut's immer noch so leid, dass wir einfach keine einzige Weihe haben. Naja, es ist halt doch beim Paladin so, oder die legendäre Waffe, die ich jedem +1/+1 bringt, oder also die Epic-Waffe, die wäre auch cool gewesen. Es wären so viele Sachen cool gewesen. Irgendwie, nein, das Glück mochte nicht mit uns sein. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Die winzige Beschwören. Wäre eine Option. Wäre sogar eine gute Option. So. Weil er sie nicht allein mit ihr zerstören kann, dazu müsste er sein Blutwichtel auspacken, was sicher gegen seinen Willen ist. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Klar machen zum Enter. Klar machen zum Enter. Okay, er haut richtig aus. Ich könnte sie beschützen durch meinen Dingo. Ich beschütze einfach mal eine Runde. So. Ja, jetzt müssen wir schauen, wie das jetzt läuft. Ich bin mal gespannt. Weil, ja, man weiß nicht. Nein, er verleiht ihm natürlich +2 Angriff. Das ist ja klar, das ist ja klar. Dass er schön meine Beschwörung mit dem Piraten zerstören kann. Oh nein. Oh, Alter, er haut. Was? Da fruck. Jetzt hat er aber alles ausgehauen, was er in der Hand hatte. Okay. Meine Augen sind offen. Ich heile mich jetzt mal erstmal, dass ich hier ein bisschen überlebe. Ich habe nämlich keinen Spotter auf der Hand. Das ist das ganz, ganz große Problem. Ich sage, er ist sehr aggressiv, so ein Hexenmeister. Jetzt zieht er natürlich Karten nach. Alter. So. So. Jetzt bräuchte ich die Weihe. Das ist genau das, was ich vermisse. Jetzt wäre die Weihe einfach perfekt. Jetzt versuchen wir einfach das und hoffen, dass er ein paar gute Karten trifft. Okay. Kann ich ja ganz zufrieden sein eigentlich. Wobei ich die zwei jetzt auch erst noch zerstören muss. Alter, hat auch noch ein Agentum-Kommandeur. Wieso sehe ich diese Karten nie? Die komme ich nicht mal zu Gesicht. Ach komm. Junges. 7-9 Damage. Was glotzt denn so?
Gottes Schild behalte ich mir jetzt erstmal auf der Hand. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, Alter, perfekt natürlich. Zwei Seelenfeuer und... Alter, klar. Naja, gut gespielt. Das war der erste Lose in dieser Folge. Nein, nein. Aber wir versuchen natürlich noch irgendwie einen Win rauszuschlagen. Der Lose in 5 Minuten. Krass, krass, krass. Ja, es war echt ein aggressives Deck. Er hat gute Karten gezogen, aber wenn ich die Weihe auf der Hand gehabt hätte, alles seine Karten wären einfach weg. Ich habe es versucht, mit der Epic-Karte möglichst viele zu downen. Ging ja auch, aber einfach nicht alle. Das ist das ganze Problem an der Geschichte. Uta gegen Uta. Und wieder ein Paladin. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Wenn jetzt wieder... wenn jetzt gleich wieder Ding kommt. Weihe, dann... Oder eine legendäre Karte oder irgend sowas, wo ich mich aufregen muss. Meine Nerven, meine Nerven. Immerhin, gute Starthand, zwar keine hohen Karten, aber ich hoffe einfach, er spielt mal wieder nichts aus. Im ersten Zug. Das kann ich nicht tun. Doch, das kannst du tun, du willst nur nicht. So, den schönen, sehr, sehr schönen Feendrache. Ja. Ist einfach sehr, sehr solide, vor allem gegen andere Klassen wie den Magier, der ihn nicht angreifen kann mit irgendeinem... Okay, das ist natürlich ein guter... was Gutes, was dagegen ankommt. Nicht mit mir. Ich zerstöre ihn lieber gleich. Sonst zerstört er noch meinen Gottesschildler. Und ja. Für den Kreuzzug! Okay. Eule wäre eine Möglichkeit. Sogar eine recht gute mit Segen der Weisheit. Ach, mit dem Alter. Ja. Dann mache ich das Ganze so. Ich hoffe einfach, dass ich nochmal mit ihm angreifen kann. Außer er haut jetzt eine Weihe raus. Dann kann ich es natürlich nicht. Und wenn er das schon wieder macht, ihr merkt, wie ich geladen bin. Ansturm, ja, Alter, genauso schlimm. Ja, okay, die Karte hätte ich mir auch nehmen können, aber da bin ich von der Karte, die mag ich einfach nicht. Bin ich kein Fan von. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, weg damit. Wir haben beide gleich viel Handkarten. Er ist erster, immer erster dran, hat immer ein Maler mehr. Oh nein, bitte. Bitte, bitte, bitte. Gebt mir eine Quest. Ja, ich gebe dir gleich eine Quest. Und zwar überlebe. nächste Runde den und den. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Ich hasse diese... Ja, okay, immerhin verbraucht er seine Waffe jetzt. Obwohl ich ja jetzt erstmal ihn zerstören muss. Beides mit dem Verstohlenheitstiger möglich sein müsste. Ja. So. Ja, man muss immer auf den Gegner reagieren. Ich habe jetzt ganz anders gespielt, als ich eigentlich spielen wollte. Der haut voll drauf, echt. Jetzt könnte ich natürlich... Ja. Das Problem, das ich gerade sehe, wenn ich jetzt... den Wächter von Morgisch Schaden nachspielen. Dann bufft er sich nur hoch. Was könnte ich noch machen? Den Uger. Und Auge um Auge. Was glotzt du so?
Aber ich will ihn jetzt zerstören, den 7-5er, da er mir echt zu stark ist. Wahrscheinlich greift er zwar direkt an, aber er kriegt ja dann zum Glück auch die 3 Schaden immerhin. Ja, es sind immer schwierige Entscheidungen, weil... ist mein Schild. Boah, klar. Klar, klar, klar. Dann muss ich ihm einen Schaden hinzufügen. Also dem Gottesschilder. Der Schildmeister ist okay. Gib mir eine Quest. Das liegt so. Ja. Angreifen tue ich natürlich nicht, weil das würde nur meinen Helden fast zerstören, also mein Ogre. Durch das Gottesschild überlebt er dann trotzdem und das ist zu schade. Er baut sich gerade so alles schön auf, ja, jetzt bufft er ihn oder ihn. Wie auch immer, wahrscheinlich den Raging Worgen. Lasst mich nach. Soll eine Waffe sein? Okay, dann ist der wenigstens weg. Ein Vorteil hat, er ist weg. Aber dafür haut er richtig andere Karten raus und wir sind bald am Ende unserer Karten. So. Questfähige Schlagen hat er noch. Okay. Den Wächter wird er relativ schnell downen, aber okay, soll er. Ich hoffe einfach, dass ich mit meinem Last die Schmerzen sprechen, Akolyt des Schmerzens, den einfach paar mal pingen kann durch seine 1-1er, aber ich flipp aus, echt. Entweder ist, Alter, wir haben das geilste Pech und trotzdem 3 Wins. Wir können froh drum sein, ich bin auch froh drum langsam, man muss einfach froh drum sein, das ist sonst... wird man nicht froh. Zack. Vielleicht geht das Gottesschild weg. Ja, immerhin beim letzten Treffer gerade. Aber wenn er jetzt seine Waffe ausrüstet, ja, aber ich muss Spotter zerstören. Ich habe leider keinen Silencer jetzt hier auf der Hand. Ja, gut. Und einmal zumindest nochmal direkt drauf. Ja, jetzt wird er seine Weihe raushauen, wenn er eine hat. Und dann ist er alles aus. Nein, es ist nur ein Geheimnis bis jetzt. Ein Schlamm. Und einen Erntegolem. Ja, hallo. Mann, ich will auch ein gutes Deck haben. Wird mit einem Leben wiederbelebt. Mit mir. Nicht mit mir. Er haut natürlich mit seinem Schaden jetzt immer voll fett drauf. Nicht viel. Melde mich zum Dienst. Einmal. In den Kampf. Zweimal. Und einmal direkt. Ja, nächste Runde werde ich... also übernächste Runde... werde ich nicht mehr viel auf. Ja. Yes. Yes, ich werde gewinnen. Ja. Das war jetzt der richtige Zug. Danke. Hallo? Danke. Geil. Melde mich zum Dienst. Jetzt gewinne ich noch. Und ist der uralte Braumeister. Juhu. Ja. Geil. Was kann ich da auf die Hand nehmen? Den Murloc. Yes. So, jetzt kann ich ihn wieder spielen. Für 0 Mana, cool. So. Und dann noch diese Karte. Yay. Und jetzt kann ich sogar noch seinen Spotter zerstören. Und er hat gewonnen. Oh nein. Naja. 3 Siege mit dem Deck. Wir haben gesehen, wir mussten gegen Paladins 2-mal mit Legendary. Einer mit 2 Weihen. Einer mit 1 Weihe. Wir haben gar nichts davon bekommen. Wir haben außer einer epischen Karte, der andere hatte natürlich auch noch epische Karten. Kann man echt nicht viel dagegen machen. Jetzt schauen wir noch, was wir bekommen haben. Vielleicht ist ja wenigstens 30 Gold oder so dabei. Arkanstaub, 5 Gold und... na, 5 Gold ist schon sehr, sehr mau. Finde ich sehr, sehr schade.
Vielleicht ziehen wir dafür was. Oh, Seelen ziehen ist eine gute Karte. Stellt drei Leben wieder her und ist wie Assassinate vom Schurken. Oh, noch eine seltene. Bringt gar nichts. Oh, drei seltene. Ja, der Flammenwichtel ist gut, die junge Priesterin ist okay, der Rest und die Seelen ziehen ist auch okay. Ja, kann man ganz zufrieden damit sein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mit der Hoffnung, dass es dann wieder besser läuft. Und schreibt bitte unbedingt in die Kommentare, welche Klasse ich das nächste Mal spielen soll. Und gebt einfach einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass ich weitermachen soll. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.